Willkommen, Herrschaften, zu meinem Let's Play Victoria 2. Das letzte Mal haben wir eine relativ große Revolution am Ende gehabt. Die haben wir jetzt gerade fertig niedergeschlagen. Und wir beginnen mit unserem Spiel. Wir haben eine Infamie, dieses Mal unter 10 mittlerweile. Es wäre irgendwie schön, wenn wir Preußen gründen könnten. Wieso können wir Preußen nicht gründen? Interessant. Da gibt es eine Kernprovinz Preußen, da auch. Aber wir hatten uns vorhin nicht vorgeschlagen, Preußen zu gründen. Finde ich ärgerlich. Na gut. Wir werden es auf jeden Fall später noch einmal probieren. Krieg rechtfertigen. Region erobern. Kostet auch nur 11. Könnte man eigentlich machen. Dann kämen wir auf 20. Auf 21, wenn wir erwischt werden. Pommern, oder wie heißt das da oben? Pommern erobern. Das wäre ein großes Gebiet. Ja, auch nicht schlimmer, als wenn ich meine Dings, als wenn ich versuchen, boah, das ist aber wirklich groß. Das geht bis darüber, bis nach Schwerin. Wäre auch nicht schlimmer, als wenn ich ein freies Volk fordern würde. Mit etwas Glück könnten wir dann vielleicht tatsächlich Skandinavien und Osmanisches Reich sind verbündet mit ihm. Ja, die keine Verbündeten. Zumindest keine, die irgendeinen Ausschlag geben. Und je mehr Kriege er verliert, desto schwächer wird er. Lassen wir die Infamie noch etwas weiter runterfallen oder riskieren wir es gleich? Ah, wir riskieren es gleich. Pfeif drauf. Region erobern. Mit etwas Glück. Mit etwas Glück fliegen wir nicht auf. Okay, Verona. Ah ja, sehr gut. Ah, vor allem haben wir die Radikalen hier. Die, glaube ich, bringen uns einen Vorteil beim Kriegsgrund suchen. Okay, was ist das? Japan hat noch einen zweiten Krieg gestartet, das ist interessant. Neben dem Krieg gegen die Holländer. Interessant. War dann auch die letzten Radikalen sind erledigt. Okay. 10,3. Viel abgekriegt. Naja.
solange nicht unsere Militanz steigt im Land, sondern nur das Bewusstsein, soll Schlimmeres geben. Ein Studienkreis. Na klar. Okay. Ja, dem fehlt auch eine Infanterie. Schnellstraßen, juhu! Synthetische Polymere, sollen wir das machen? Versorgungslimit wird verbessert. Bist du wahnsinnig? Um 50%. Das ist cool. Dann werden weniger Leute von uns sterben. Außerdem Nylon, Kunstseide, ha, und Bakelit. Die ersten Kunststoffe, die es gegeben hat. Entweder das oder die Armee. Moderne Divisionsstruktur, was bringt das? Minus 5 Gefechtsbreite. Und der Angriff von unseren Infanterien wird stärker. Machen wir moderne Divisionsstruktur. Wir wollen schließlich einen Krieg führen. So, die Eisenbahn sollte uns auch helfen. Überall Eisenbahn gebaut. Das geht so flott. Schon wieder so ein Studienkreis. Unsere Kapitalisten sind so reich. Das ist unglaublich. Spanien. Nehmen wir unsere Sphäre auf. Ach ja, stimmt. Frankreich kann ja jetzt nichts mehr mit ihnen machen, weil Frankreich hat ja den Krieg gegen sie geführt. Sehr gut. Deutsche Krone ist auch meine Kernprovinz. Oh, und Wahlen. Puh, und wir haben schon wieder 4, okay. Sollen wir Universalwahlrecht nehmen? Ja, was soll's. Vielleicht macht das die Leute halbwegs glücklich. Dann sind wenigstens die wahnsinnigen Liberalen endlich glücklich und zufrieden. Das geht ja schnell. Okay. Japan hat es nicht geschafft, die Niederlande niederzuringen. Wow. Das ist echt genial, wie schnell das passiert. Ich meine, ich würde sie unterstützen, aber das brauchen die überhaupt nicht. Die müssen so reich sein, das ist unfassbar. Wow. Ganz Afrika auch mit Eisenbahnen überzogen. Das ist ein großer Vorteil.
wenn man mal wirtschaftlich recht mächtig ist. So, das müsste jetzt eigentlich schon die 31. Armee sein, die hier gebildet wird, gell? Nennen wir die mal um. Oh, können wir euch einen Anführer hinschicken. So, warte mal, was wollen wir? Alle Bevölkerung in Österreich. Protektionismus. Protektionismus ist gut. Die Liberalen wollen wir jetzt nicht an der Macht haben. Ja, wobei andererseits, ich fürchte, Sozialisten will ich auch nicht an der Macht haben. Ha. Und Flotten kommen auch im Übermaß an. Großkampfschiffe. Wahnwitz. Das könnte beinahe. Damit könnten wir beinahe auch in der Ostsee schon die stärkste Flotte haben. Vielleicht. Rebelliert Serbien. Oh, vielleicht gründen sie Jugoslawien. Das wäre nicht gut. Noch so einen Vereinigten Staat an meiner Grenze. Das wäre ja schrecklich. Dann wollen die alle was von mir. Nein. Lass die konservativen Militanz kriegen. Hört das auf, wenn ich das Frauenwahlrecht eingehe? Kann ich das Frauenwahlrecht machen? Nö. Was brauche ich denn dafür? Was muss ich denn erfüllt haben? Ah, das Bewusstsein muss auf 4 sein. Könnten wir das Bewusstsein bitte erhöhen ein wenig? Damit ich endlich diese fürchterlichen Ereignisse nicht mehr habe. Die deutsche Bedrohung, bald sind wir da. Yes. Was ist tatsächlich eine Bedrohung, die Deutschen? Du gehst nochmal nach Hradec-Kralovec. Hui. In der Türkei rebellieren sie auch. Du gehst nach Gnischno. Und der Geber-Typ geht dann nach Budapest danach. Okay. Das lassen wir da so wie es ist. Während des ganzen Krieges, wenn geht. Wir dürfen Italien nicht zeigen, dass wir verletzbar sind. Und wir werden wieder Frankreich und England bitten, dass sie mitmachen. Oh, und Wallonien auch. Dann könnte ich dieses Ding da loswerden. Ha, das ist eine gute Idee. Außerdem, vielleicht verlangt Wallonien Luxemburg. Das wäre natürlich cool. Ob Frankreich mitmachen würde, wenn wir den Krieg beginnen? Ja, werden wir dann schon sehen. Wieso in der Sphäre von Skandinavien? Skandinavien ist in ihrer Sphäre, so. Skandinavien wird also mitmachen auf ihrer Seite, was ich ein bisschen schade finde, weil die sind relativ stark eigentlich, für das, dass sie keine Primärmacht sind, sondern nur eine Sekundärmacht. Also,
Ja, genau, das wollten wir schauen. Ob wir da auch noch was machen können. Baden-Bayern, Chile, Wallonien. Sachsen. Spanien. Mann. Wir warten einfach wieder, bis sie kommen und aus. Das hat sich durchaus bewährt, diese Taktik. Genau, und die können wir nicht mit reinnehmen in den Krieg, weil die nicht mit uns verbündet sind, was ich schade finde. Hätte ich gerne bei uns im Krieg. Wie schaut das aus? Fast fertig. Es gibt keine Götter-Atheismus. Nö. Säkularismus? Nö. Pluralismus. Aber das Problem, Pluralismus, echt jetzt? Die sind. Oh, was ist jetzt los? General Werner Tunk ist tot. Okay. Gehen wir mal dorthin und tauschen wir mal den aus. Gegen den hier. Was ist mit Frankreich? Wo führen die Krieg? Sind die wahnsinnig? Warte mal. Die führen gar keinen Krieg. Sie wollen ein Bündnis mit mir. Wieso hatten wir kein Bündnis mit Frankreich? Interessant. Wieso mögt ihr kein Bündnis mit mir? Ich hasse euch. Russland ist so gemein zu mir. Na gut, die gehen sowieso kein Bündnis mit mir ein. Aber wir werden die Beziehungen verbessern, damit sie uns auch auf keinen Fall angreifen. Während wir da im Krieg mit Deutschland sind. Sehr gut, 67.000 Franzosen an der deutschen Grenze. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Was sind das für welche? No text for key in the Independence Nationalisten. Das könnte tatsächlich Jugoslawien sein, was da unten gegründet wird an meiner Grenze. Lang lebe Österreich-Ungarn, Jambala-Region, auch nicht schlecht. Nein. Weiterhin Serbien. Keine Jugoslawen. Wir erhöhen das Bewusstsein. Warte mal, die sind noch immer in der Einflusssphäre von denen? Wieso? Die hatten gerade eine Rebellion. Nein. Das ist schon sehr ärgerlich. Es wäre irgendwie schön, wenn diese Typen sich nicht mit einmischen würden in den Krieg. Dann müsste ich da nicht kämpfen. Ach, wobei andererseits. Die Osmanen sind das geringste Übel. Wow, Flugzeug. Wird stärker. So, wie ist das jetzt eigentlich? Kriegsrechtfertigung. Wie lange brauchen wir noch? 38 Tage. Kampfzone, bevor wir eine neue Dings haben.
Interventionismus ist okay. Wir wollen Reaktionäre an der Macht. Wovon redet ihr da? Die machen noch langsamer. So, du daher, du daher, du daher, nein, daher. Ist eh klar, die Liberalen sind an der Macht. Diese Kröten. Richtigen Status von Frau, bla 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 bla. Prestige, wir nehmen das Prestige. Wir nehmen immer das Prestige. Nein, das will ich nicht. Vor allem, ich muss vielleicht nochmal jemanden. Oh, wobei, die sind eh nicht so schlimm, was das betrifft. Wir sind noch im vollen Kampfmodus eigentlich. Das habe ich noch nicht runtergesetzt vorhin. Ah, nicht. Auch nicht so schlecht. Führen wir mit den Liberalen Krieg mal. Die sind gar nicht einmal so schlimm mehr. Die sind nicht mehr antimilitärisch offensichtlich. Von 30. Wow. Die haben nur in Militär investiert in der Zwischenzeit. Achso, na warte mal, wir müssen auch 26 schon haben. Genau, 26, das ist jetzt das 27. Und das haben wir eigentlich auch gleich. Also so gesehen passt das schon. Wir können eine Region erobern. Wir können eine Region erobern. Wollen wir das doch tun? Natürlich wollen wir das tun. Diplomatie. Krieg erklären. Region erobern. Pommern. 71 Kriegspunkte. Bist du wahnsinnig? Da brauchen wir eh fast den gesamten Kriegsdings. So, Großbritannien, Frankreich werden mitmachen, USA natürlich nicht, Japan schon, Spanien schon, Wallonien schon, Baden schon, eigentlich alle, bis auf Krakau. Wieso ist Krakau überhaupt mit mir verbündet? China, das ist auch so eine Sache. Sollen wir alle fragen oder sollen wir nur einzelne fragen? Wir könnten Großbritannien, Frankreich fragen, Wallonien, Baden, Bayern, Sachsen, Württemberg. Das sind die, die Sinn machen. Und Griechenland vielleicht, wenn die Osmanen ihm helfen. Großbritannien und Frankreich fragen wir auf jeden Fall. So, warte mal, dann haben wir, wenn wir den Krieg erklären, haben wir noch 6 Diplomaten. Dann können wir also 6 Leute fragen. Großbritannien, Frankreich sind 2. Wallonien 3. Baden, Bayern 5. 6, 7 mit Sachsen und Württemberg 8 wollen wir fragen mit Griechenland. Das heißt, wir können am Anfang noch nicht alle fragen, was okay ist. Sachsen und Bayern fragen wir auf jeden Fall. Baden, Württemberg und Griechenland müssen halt einfach warten, bis der Krieg länger dauert. Oder sollen wir einfach alle fragen und darauf pfeifen, dass einige dann keine Verbündeten mehr von uns sind? Ach, gepfeift drauf, fangen wir alle und aus. So, wir haben Krieg. Schauen wir mal, was passiert. Dürfen wir da eigentlich durch? Ja, wir dürfen durch. Das heißt, wenn ich dich daher schicke,
und dich daher ist das einmal nichts Schlechtes grundsätzlich. Dich daher und dich daher und dich daher. Yep. Ja, du bleibst da. Sicherheitshalber. So, da ziehen wir ein bisschen nach an die Grenze und schauen wir mal, ob er zu uns reinkommt. Wir könnten versuchen, diese 6.000 zu erwischen. Es hat natürlich das Risiko, dass er mit den 84.000 vielleicht nachkommen würde. Schauen wir mal, was passiert. So, großartig, ist okay. Großartig, sogar Jemen macht mit. Großartig, ist okay. Großartig, ist okay. Großartig, okay. Sehr gut. Wir sind doch um einiges stärker als die. Leider ist auch das Osmanische Reich dabei. Nein, geh nach Livno. Du gehst daher, du gehst daher, du gehst daher. Du gehst daher. Du gehst daher. Schauen wir mal. Ich sollte das ausreichen, was wir hier haben. Da Skandinavien dabei ist, müssen wir in Afrika auch ein bisschen aufpassen. Dich schicken wir hierher. Dich schicken wir hierher. Da können wir die 3000 mal abzwicken. Und dich schicken wir hierher. Die schicken wir daher. Die schicken wir gleich einmal daher. Und dich schicken wir gleich hinten nach. Dann haben wir da drei Truppen. So, und euch verwenden wir nur, um Osmanen zu töten. Er geht nach Siirt. So, schauen wir mal, wo kannst denn du sein? Vorratslimit. Oh, da kann nicht da sogar sein, ohne dass er was verliert. Naja. Gehen wir mal daher. Könntest du vielleicht den gescheiten Weg gehen, nämlich so, dass es zwar vielleicht etwas länger dauert, nach Wadern. Ah, das sind ja eh die Briten und die Franzosen auf meiner Seite. Das ist gut, vielleicht haben wir Glück. Und sie beschäftigen doch Skandinavien ein wenig. So, 24.000 Skandinavier. Gut, da unten sind uns die Franzosen gleich keine Hilfe. Da oben aber wahrscheinlich schon. Und dann auch Spanien auf unserer Seite. Ach, Herz, was willst du mehr? So, wir müssen nur aufpassen, dass da die deutschen Staaten nichts zu sehr abkriegen.
Dann bist du dort am 3. August. Gut, und die bleiben mal stehen. Okay, Bromberg, Bihać, Mostar, Tarnów, Bayreuth. Sehr gut. Du gehst daher, du gehst nach, du gehst nach. Das schaut gut aus, da scheint kein deutsches Dings mehr zu sein. Außerdem, ihr geht's daher. Hier geht's daher. Ich hoffe, das reicht im Kampf gegen die Osmanen. Da sind viele Skandinavier. Wie schon gesagt, Skandinavien könnte das Hauptproblem darstellen in diesem Krieg. Weil die Deutschen haben ihre Truppen sowieso nur dort, wo ich extrem viele Truppen habe. So, Küstrin, da haben wir mal 6000 Mann erledigt. Das ist einmal ganz gut. Gut. Du bist dann daher, falls die Unterstützung braucht. Eben gut, Kaspert, gut. Eben jetzt okay, Königsberg, oh, 75.000 Mann, das sind viele. Na, du gehst daher, du gehst daher. Vielleicht haben wir ja das Glück und er greift uns hier an. Dann können wir mit den Truppen hier nachkommen. Kubanda klingt gut. Mungu. Tuzla. So, Flottenkampf, das gefällt mir nicht, das ist immer weniger als er. Aber wir haben ein bisschen eine bessere Moral. Um einiges besser sogar. Oh mein Gott, wo geht's denn dazu? Pilsen, okay, Vukova, okay. Livno, okay, Aussieg angekommen, Breslau angekommen. Senja interessiert mich schon, wo ist das da? Hm. Gut. Flotten. Wobei, wir haben mehr kapitale Schiffe als er. Wir haben eigentlich nur kapitale Schiffe. Thorun, Allensteig, Elbig. Kohlberg. Greift er mich da nicht an? Warum nicht? Hm. Dann machen wir das so. Hm. Na gut. Herrschaften, eine halbe Stunde ist um. Den Krieg haben wir gestartet. Wir schauen uns das später noch einmal an. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Schlaf gut und träumt was Schönes. Ciao, ciao. Goodbye.